Andy Kumpan ist bei mir. Staatsmeisterschaft 2024 hier in Klagenfurt. Was heißt das für dich? Wie besonders ist das? Es ist für mich sehr besonders, darum, weil letztes Jahr 2023 Staatsmeister im Doppel geworden bin mit Aaron Hardy. Heute spiele ich aber nicht mit Aaron Hardy, ich spiele mit Michael Smolczak und versuche natürlich das Bestmögliche wieder rauszuholen, um den Staatsmeistertitel zu verteidigen. Was würdest du sagen, braucht es, um ein gutes Doppel im Dart zu bilden, zu haben? Um ein gutes Doppel mit einem Doppelpartner zu spielen, finde ich, ist halt, es muss passen mit einem Doppelpartner, so dass es keine Schwierigkeiten gibt, keine Streitigkeiten, sondern dass man kompakt steht, den anderen nicht böse ist, wenn er halt einmal nicht sein A-Game, sage ich mal, bringt oder halt momentan schlechte Aufnahmen hat, weil wir sind alles auch nur Menschen und geben natürlich unser Bestes. Wenn ich das so mitbekomme beim Doppel, eine Sache ist natürlich auch der Rhythmus, ne? Du hast mehr Zeit zu warten und so weiter, aber für dich scheint das etwas zu sein, womit du gut umgehen kannst. Das stimmt auf alle Fälle, der Rhythmus ist ein bisschen anders, weil du dreimal warten musst, bis du wieder drankommst. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, mental oder mit dem Kopf da zu bleiben. Andere können es, andere nicht. Und ich finde auch, Einzel ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil du im Rhythmus bist, im Flow. Du weißt halt nicht im Doppel, wie jeder steht, wie lange jeder braucht und du kannst dich halt beim Einzel besser drauf halt einstellen. Ist das die Herausforderung dieses Wochenendes, dass du so verschiedene Sachen spielst und halt einfach auch irgendwann vielleicht die Kondition auch eine Rolle spielt? Natürlich spielt auch die Kondition eine Rolle, weil man muss halt immer mit dem Kopf bei Sache bleiben. Spiel für Spiel natürlich spielen. Nur wenn man jetzt eine Partie miteinander zum Beispiel 86 gespielt hat, 5-1 gewinnt, heißt das nicht, dass man in der nächsten Partie gleich nochmal denselben Average spielt. Vielleicht kann natürlich kann es passieren, dass man sogar noch höher spielt. Aber wenn man dann zum Beispiel auf Konkurrenz trifft, wo man weiß, okay, die können auch etwas, man muss halt jetzt schauen, dass man wieder dasselbe spielt. Aber für mich ist es immer so, dass man einfach Spiel für Spiel hineingeht. Das heißt, was passiert zwischen den Spielen? Wie bleibt man im Rhythmus? Ja, wie bleibt man im Rhythmus? Also ich setze mich halt zu Tisch und bleib ganz cool und entspannt und atme natürlich noch 15 Minuten durch, weil ich weiß nicht, was heute gespielt wird, Gruppe oder K.O.-Phase. Letztes Jahr wurde zuerst Gruppe und dann K.O. gespielt. Und ich sage jetzt mal, wenn man in der Gruppe ziemlich schnell fertig ist, dann hat man ein bisschen Luft zum Atmen, sich zu generieren. Aber wenn es dann in K.O.-Phase geht, dann geht es schon etwas zügiger. Danke für die Eindrücke, danke für deine Sicht auf die Dinge und viel Erfolg natürlich jetzt auch heute bei der Titelverteidigung. Andy Kumpan. Dankeschön. Danke.